Radio Rainbow. Herzlich willkommen, liebe Bücherwürmer und Leseratten. Willkommen zurück zum Radio Rainbow. Ich bin Unsinn und ich habe euch mal meinen Büchereistapel mitgebracht. Ich werde euch in den nächsten 3 Tagen, heute und morgen und übermorgen, immer ein paar Bücher vorstellen. Jetzt habt ihr ja gut Zeit zu lesen in den Winterferien und außerdem ist jetzt eh die Zeit, wo man sich mit einer gemütlichen Tasse Tee und der Lieblingskuscheldecke zurückzieht. Heute habe ich euch was für die Meutenstufe mitgebracht. Ist trotzdem auch für Menschen allen Alters interessant, aber ich dachte vielleicht auch was man mal mit der Meute thematisieren kann oder wenn ihr fürs nächste Stammeslager eine schöne Abendrunde braucht, da habe ich auf jeden Fall was für euch dabei. Natürlich das Ganze ein bisschen genderkritisch und queer angehaucht, aber sonst wären wir nicht das Radio Rainbow. Als erstes möchte ich euch ein Buch von Schmitz und Schmitz vorstellen. Esst ihr Gras oder Raupen? Das ist ein tatsächlich sehr schönes Buch, weil es in mehreren Sprachen ist. Es ist auf Deutsch, Englisch und Türkisch. Und es geht da um zwei kleine Feen, die sich streiten, was denn eigentlich eine Menschenfamilie ist. Ob denn die Menschen leben wie die Ameisen, ganz, ganz viele auf einem Haufen, oder wie die Kuh und das Kälbchen oder das Reh und das Rehkitz, eine Mama und ein Kind. Und diese zwei Streithähne werden von einer Gruppe von Kindern gefunden, die ihnen dann erklären, wie ihre Familien aussehen. Und es ist einfach ein sehr schönes Buch, was ganz viele verschiedene Familienkonzepte vorstellt, auch hübsch und witzig illustriert. Und genau, lohnt sich einfach, wenn man zum Beispiel mal das Thema Familie hat oder auch Trennung oder auch Regenbogenfamilie, da findet ihr alles dran. Ein weiteres Buch, was in die Richtung einfach nur Gender und Geschlecht geht, ist Lotti und Otto von Ulmen Fernandes und Sieverding. Da geht es um die beiden Otterkinder, oh, es ist ein bisschen grün, um die beiden Otterkinder, Lotti und Otto, die irgendwie gar nicht so sind, wie man für ein Mädchenotter und für einen jungen Otter erwarten würde und dann einfach flugs die Rollen tauschen. Und in ihrem Feriencamp, ist auch ein bisschen pfadfindermäßig eingelegt, einfach ganz viel Unsinn anstellen und zeigen, dass ob man jetzt Mädchen oder Junge oder was anderes eigentlich auch ganz egal sein kann. Und dass, wenn man sich einfach treu bleibt und macht, wie man möchte, einfach ein noch viel glücklicheres Otterkind sein kann. So bin ich und wie bist du? Ein Buch über Toleranz ist eins, was ich finde für Erwachsene erstmal ein bisschen schwierig zu verdauen. Ich glaube, ihr könnt es noch nicht so gut sehen, aber guckt definitiv mal rein. Es ist ganz schrill illustriert. Kinder lieben es, was ich jetzt bis jetzt mitgekriegt habe. Einfach ein Buch über Vielfalt und Toleranz. Menschen sind unterschiedlich und das ist gut so und das macht die Welt bunter und ist manchmal komisch und manchmal ist es vielleicht auch schwierig, miteinander klarzukommen, wenn man so verschieden ist, aber sonst wäre das Leben langweilig. Das ist auch auf jeden Fall ein tolles Buch, wenn es mal irgendwie Streit gibt in der Gruppe oder so und man einfach mal besprechen muss, hey, das ist alles völlig in Ordnung und wir wollen, dass das Leben bunt bleibt. In eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen seriöser. Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt? Ist im weitesten Sinne ein Aufklärungsbuch, aber auch eins, was ich euch echt empfehlen würde. Es geht um alle möglichen Themen. Große Ohren, großes Glück, verschiedene Lippen, hat wunderschöne Abbildungen von Frisuren und Popos und Beinen und Bäuchen und Ohren und Augen und einfach zu zeigen, ja, Menschen sind verschieden und das ist gut so, Körper sind verschieden, aber unsere Körper haben auch nicht den Zweck, so auszusehen, dass sie alle gleich aussehen, sondern unsere Körper haben den Zweck, uns gut durchs Leben zu bringen und dann ist es völlig egal, wie sie aussehen und alles ist gut. Wie entsteht ein Baby? Ist jetzt wirklich ein Aufklärungsbuch. Genau, was es im Titel sagt, ist auch das, was passiert. Ist wirklich ein Aufklärungsbuch, wie entstehen Babys.
Das Besondere an dem Buch, deswegen habe ich das auch ausgewählt, ist, dass es völlig auf die Wörter Männer und Frauen oder Mama und Papa verzichtet, sondern mal wirklich ganz nah an der Biologie ist, wenn man das will. Und es redet von Eizellen und Spermien und manche Menschen haben halt Eizellen, manche Menschen haben einen Uterus, den braucht man, um ein Baby auszutragen. Manche Menschen können Spermien machen und wenn sich Eizellen und Spermien treffen, dann kann es sein, dass ein Baby entsteht. Und auch das wird aber erklärt, das zieht alles mit ein, von künstlicher Befruchtung, Leihmutterschaft und so weiter und so weiter. Transmenschen, es ist einfach alles mit drin. Einfach, weil es auch wirklich mal das Wesentliche reduziert ist. Und das ist auch ein wunderschönes Buch, was man auch mal der sehr skeptischen Tante an Weihnachten oder so, na, Ostern ist bald, in die Hand drücken kann, die sagt, hier nur Männer und Frauen, das ist natürlich. Dann kann man mal sagen, so, wie funktioniert das mit der Biologie eigentlich wirklich? Jetzt kommen wir in die queere Ecke. Ein besonderes Buch, das habe ich leider nur auf Englisch. Auch das ist ein bisschen grün. A Day in the Life of Marlon Brando. Vielleicht kennt ihr das, das war vor ein paar Jahren ziemlich in den Schlagzeilen. Das ist nämlich, hat eine eher skurrile Entstehensgeschichte. Und zwar ist Marlon Brando eigentlich das Kaninchen vom ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence, der ja eher so ein nicht so netter, aufgeschlossener Typ ist, wenn man das so moderat sagen möchte. Und der hatte damals ein Buch rausgebracht, wo sein Kaninchen Marlon Brando das White House zeigt. Und naja, es ist halt sehr von seinen republikanischen Wertevorstellungen geprägt, kann man so sagen. Daraufhin hat sich die Show mit John Oliver, die Now Show mit John Oliver, einen Plan überlegt und zwar ein Buch geschrieben, A Day in the Life of Marlon Brando, den Titel geklaut habe, weil der bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschützt war, wo es um dieses Kaninchen geht, das im Waldhaus lebt und sich aber in ein anderes Kaninchen, auch ein jungen Kaninchen, verliebt und hat eine wunderschöne, queere Geschichte rausgebracht, wie die beiden sich verlieben und zusammenkommen. Und allen Hindernissen, denen ihn da so von, sagen wir mal, republikanisch anmutenden Tieren entgegengebracht werden, überwinden und am Ende glücklich miteinander werden können. Und natürlich, da die das so schön beworben haben, hat er am Ende, ich glaube, egal wer welches Buch haben wollte, am Ende sind sie alle bei dem gelandet. Und wer seinen Kindern in Amerika zum Geburtstag ein schönes konservatives Buch schenken wollte und nicht genau aufgepasst hat, möglicherweise ein Buch über zwei niedliche schwule Kaninchen abgekriegt. Und das finde ich einfach eine sehr schöne Geschichte. Und der Erlös dieser Bücher ging übrigens auch an eine Stiftung, die queeren Jugendlichen in den USA hilft, gerade auch in einer Zeit, wo es wirklich nicht so einfach war. Auch ein sehr schönes Buch für eine Meutenstunde. Julian ist eine Meerjungfrau. Da geht es um den jungen Julian, der die schönen Meerjungfrauen sieht, die auf dem Weg zu einer Parade sind und auch eine Meerjungfrau sein möchte. Ich verrate euch jetzt nicht, wie die Geschichte weitergeht. Das müsst ihr mit euren Wölflingen selber rausfinden. Aber es ist eine schöne Geschichte, die man als Transgeschichte lesen kann, aber auch nicht muss. Es geht auch einfach darum, um Geschlechtsausdruck und wie gebe ich mich in der Welt und wie will ich eigentlich sein und muss ich wirklich auf das hören, was andere sagen oder darf ich nicht einfach, auch wenn ich etwas sein möchte, das sein? Jetzt gerade neu in diesem Jahr erschienen ist auch ein Nachfolgebuch, Julian feiert die Liebe. Auch ein wunderschönes Buch, was einfach so im Hintergrund queer ist. Julian ist mit seiner Oma auf einer Hochzeit von zwei Frauen und trifft da ein anderes Mädchen und die beiden spielen einfach miteinander und feiern die Liebe, wie es so schön im Titel heißt. Und geben auch einfach nicht
auf den Rest der Welt und sind einfach, wie sie sind. Ein ganz besonderes Buch, was bis jetzt leider nur auf Englisch erschienen ist, möchte ich euch aber noch ans Herz legen. Es gibt es nur auf Englisch, es ist aber auch gar nicht schwer zu übersetzen. Also es ist auch eins, was man noch gut mit Kindern lesen kann, sich einfach die Bilder anguckt und einfach erzählt, was da steht. Das Buch heißt Red von Michael Hall. Und wie ihr seht, es geht um einen Crayon, um einen Wachsmalstift. Der heißt Rot. Aber irgendwie gelingt es ihm überhaupt nicht gut, rot zu malen. Und egal, was er tut, egal, wie er sich anstrengt, seine Tomaten werden nichts und seine Erdbeeren werden nichts und sein Feuerwehrauto wird nichts. Und selbst wenn er sich mit anderen zusammentut, irgendwie mit Gelb funktioniert, wird die Orange auch nicht und plötzlich wird die Orange grün. Und alle versuchen ihm zu helfen und alle Wachsmalstifte lästern über ihn oder überlegen sich, woran es wohl liegen könnte, ob die Eltern nicht gut aufgepasst haben oder ob er sich einfach nur mehr anstrengen müsste, damit er ein ordentlicher roter Stift wird. Und irgendwann stellt Red einfach fest, ach, vielleicht bin ich aber einfach Blue. Und ist ein ganz, ganz tolles Buch, weil es genau auf dieser bildlichen Ebene auch so das Thema Identität, auch Geschlechtsidentität anspricht. Ich habe es auch schon mit Kindern gelesen, einfach ohne was dazu zu sagen, ohne es zu erklären. Und die kamen sofort drauf, was es heißt, ne? Ich muss einfach ich selber sein, egal was andere auf meinem Label sehen. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, das, was andere von mir denken, abzulegen und wirklich zu gucken, was steckt eigentlich in mir drin. Und dass dann plötzlich auch das Leben manchmal viel einfacher funktionieren kann. Zum Abschluss möchte ich euch noch zwei Märchenbücher zeigen. Die neun bunten Königinnenreiche von Frank Thies und Martin Breuer. Queere Märchen, nicht nur für Kinder. Ist ein hübsches Buch, was nicht nur queer, aber auf ganz, ganz vielen Diversitätsebenen Märchen neu erzählt und Märchen erfindet, die einfach vielleicht besser in unsere Gesellschaft passen als Grimms Märchen von vor 500 Jahren. Auch wenn die natürlich immer noch ihren Wert haben, sieht man hier, es gibt auch so viel mehr. Es sind wunderschöne Geschichten, auch mal für eine Abendrunde. Auch Ältere freuen sich da auf jeden Fall drüber. Kann man auch mal mit der Meute lesen. Ich empfehle es auch als Bettlektüre. Und wenn ihr gerade mal noch, weiß ich nicht, jetzt in einer düsteren, tristen Zeit im Januar noch irgendwie was zum Wohlfühlen braucht, kann ich das wirklich nur empfehlen. Genauso wie das große Regenbogen-Märchenbuch von Jule Markwald. Die sind ungefähr gleichzeitig erschienen und ich finde das sehr spannend, weil nämlich so beide Autorenteams sich gedacht haben, festgestellt haben, es gibt sowas nicht und einfach losgelegt haben, es einfach mal selber gemacht haben. Die beiden sind selbst verlegt, also die haben einfach festgestellt, oh, irgendwie, es gibt da eine Marktlücke und wer, wenn nicht ich? Und haben es gemacht. Und mehr queere Märchenbücher sowieso gut. Und sind damit aber dann auch erfolgreich geworden. Also das kann ich euch auch noch echt ans Herz legen. Auch das große Regenbogen-Märchenbuch unterstützt auch Initiativen für queere Jugendliche. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auch ein wunderschönes Buch zum Verschenken und Weitergeben. Und aus dem werdet ihr auch noch was hören. In den Abendrunden die nächsten Tage, da möchte ich euch nämlich dann gerne noch ein Märchen vorlesen. Ja, soweit. Ihr werdet die Bücher, Autoren und ISBN-Nummern alle noch in den Beschreibungen finden. Noch nicht gleich, aber im Laufe des Radios schaffen wir das noch, das dann da auch im Programmplan irgendwo einzupflegen. Morgen geht es weiter für die Sippe. Mit ein paar Jugendbüchern und Jugendromane und übermorgen habe ich dann auch noch was für die RR-Runde. Schlaue Bücher zum sich Gedanken machen und spannende Romane für zwischendrin. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt eine wunderbare, kuschelige Lesezeit. Ciao! Radio Rainbow.